Flammeninferno auf Lesbos. Tausende von Migranten obdachlos. Brandursache unklar. Die griechischen Behörden vermuten Brandstiftung. Das Flüchtlingslager ist für 2.800 Menschen ausgelegt. Es leben dort aber über 12.000 Migranten. Die katastrophalen Zustände sind seit Jahren bekannt. Doch die griechischen Behörden bekommen die Situation nicht in den Griff. Trotz Hilfsgeldern von der EU. Soll Deutschland im Alleingang helfen? NRW-Ministerpräsident Laschet will bis zu 1.000 Flüchtlinge aufnehmen. Bundesinnenminister Seehofer sagt nein, nur wenn es eine europäische Lösung gibt. Doch andere Länder sperren sich. Der Streit um Europas Migrationspolitik geht weiter. Ja, das sind ganz, ganz schreckliche Bilder, die wir da jetzt seit vielen Stunden wahrnehmen müssen. Und ich glaube, dass man schon im Großen und Ganzen sagen kann, wenn man solche Bilder sieht, dass es einen nicht kalt lässt und dass man natürlich instinktiv sagt, da muss man helfen. Ja, da glaube ich, sind wir uns hier mit sehr vielen Menschen auch da draußen einig. Aber die Frage ist, wie hilft man jetzt effektiv? Wie hilft man jetzt gut? Und da gehen unter anderem auch unsere Meinungen doch mal wieder etwas auseinander. Es wurde gerade schon angesprochen, dass es ein EU-Problem ist. So muss ich ehrlich sagen, sehe ich das auch. Und ich finde, dass das jetzt auf großer Ebene geklärt werden muss. Und ganz besonders enttäuscht es mich immer wieder, dass ganz bestimmte Länder sich dagegen entscheiden, zu helfen. Also, dass man Soforthilfe schaltet, auch als Deutschland, finde ich super. Und das muss auch sein. Aber da muss man natürlich ins Gericht mit dem Ganzen gehen. Warum ist das passiert? Wie konnte es so weit kommen? Und so sehr ich meine Heimat Norwegen auch liebe, aber wenn ich dann wiederholt mitbekomme, dass sie sich weigern, Leute aufzunehmen, Leuten zu helfen, wo es wirklich im wahrsten Sinne des Wortes brennt, da wird mir übel von. Also das kann einfach nicht sein. Diese Verteilung muss aufgelöst werden, finde ich. Und gerade Norwegen, das viertreichste Land der Welt, wir haben super Voraussetzungen, sie haben viel Platz. Da finde ich schon, dass wir wirklich auf großer Ebene reden müssen. Auf großer Ebene reden, vor allem deshalb, weil die Leidtragenden die Menschen sind, die wir dort sehen. Also die letztlich auch zerrieben werden mit einem Teil der Demokratie, der nicht zuträglich ist, die zum Spielball gemacht worden sind. Und ich glaube auch, dass wir uns mit unseren Werten erpressbar machen, wenn wir solche Bilder auch zulassen. Und das ist ein Dauerzustand. Also das mag dich überraschen, aber für diejenigen, die sich damit intensiver auseinandersetzen, war es klar, dass es so weit kommt. Und es ist ein Dauerzustand von vielen Jahren. Und das ist nicht nur in Lesbos oder in Moria. Also das war ja im Grunde genommen ein Durchgangslager, was mittlerweile zum Verwahrungslager geworden ist. Die Menschen sollten dort registriert werden und dann eben auch weiter verteilt werden. Aber die Uneinigkeit Europas sorgt eben auch dann für diese Bilder, für diese Tragödien. Wir nennen das dann Flüchtlinge. Und das löst bei den Menschen viel aus. Das sind Menschen, Schicksale, die dahinter stecken. Das sind Menschen, die vor der Taliban geflohen sind, vor dem IS, vor dem Assad-Regime. Und trotzdem kann ich als Kind von Flüchtlingen keine Garantie dafür abgeben, dass alle sozusagen die Schutzbedürftigkeit voraussetzen. Aber das ist sozusagen auch ein Grundproblem, mit dem wir uns hier auseinandersetzen müssen. Es gibt keine Antwort auf europäischer Ebene. Es gibt keine menschenrechtsgeleitete Asylpolitik. Und das fällt uns jetzt gerade vor die Füße. Und wenn wir jetzt auf Europa warten, dann können wir lange warten. Und deswegen glaube ich schon, dass Deutschland jetzt auch gefragt ist zu sagen, wir sind über 80 Millionen Menschen. Natürlich schaffen wir das, wenn wir die verteilen. Die Kommunen, die Länder haben sich bereits bereit erklärt. Und ich finde es ganz wichtig, hier eben auch ein Zeichen der Humanität zu setzen. Humanität auf der einen Seite, Realität auf der anderen, dass wir nicht alle aufnehmen können. Das ist völlig klar. Das verstehe ich auch total. Und ich sage ja auch, Soforthilfe muss auf jeden Fall sein. Aber man muss auch mal gucken, wo liegt es begraben? Wo ist das Problem? Man muss auch natürlich sich mit Griechenland hinsetzen und sagen, welche Regeln wurden nicht gefolgt und wie konnte das so weit kommen? Und die natürlich auch dementsprechend dann auch erziehen. Christine, wie siehst du das? Wie nimmst du diese Situation wahr? Also ich finde das natürlich auch eine wahnsinnig große Tragödie. Und dass es einfach auch schon über Jahre so ist und eben nicht wirklich angegriffen wird, also angepackt wird. Also da eine Lösung zu finden, sei es jetzt national für Deutschland oder auch Europa, auf Europaebene. Ich erlebe das aber auch auf kommunaler Ebene durch diese Organisation, die Seebrücke ja zum Beispiel, die es bundesweit gibt, die sich dafür einsetzen, wirklich Flüchtlinge aufzunehmen und sei es dann pro Stadt irgendwie, pro Kleinstadt auch vielleicht nur mal 100 oder so oder zumindest Kinder oder eben unbetreut Reisende. Und da gibt es dann die Stadt, die sagt dazu, ja, wir ermöglichen das. Und dann gibt es eine andere Stadt, die sagt, nee, das schaffen wir nicht, das wollen wir nicht. Also es herrscht eine große Uneinigkeit und das lässt mich dann auch so verzweifeln, weil ich dann wirklich denke, also das sind
Menschen. Also es ist wirklich eigentlich unser oberstes Gebot, eine Hilfe zu leisten. Und wir schaffen es irgendwie nicht. Und es fällt auch irgendwie auf politischer Ebene auch so hinten runter ein bisschen. Also ist mein Eindruck. Also es wird vielleicht auch viel zu viel geredet, statt einfach mal jetzt Taten folgen zu lassen. Impulsen zu folgen. Keine Priorität gesetzt. Ich glaube, Patricia, du siehst das ein bisschen anders als ich. Ja, ich sehe, ja, und vor allem mehrere Punkte. Also zum einen muss man sagen, wenn wir jetzt in dieser Situation, und wir reden nicht davon, die Flüchtlingsfrage langfristig zu klären, wenn wir jetzt in dieser Situation auf die EU warten, können wir uns dumm und dämlich warten. Die EU als Friedensnobelpreisträger hat hier völlig versagt. Wir müssen jetzt diesen Menschen helfen, und zwar jetzt. Und ich kann auch nicht verstehen, dass wir uns rausreden und sagen, es muss eigentlich vom Innenministerium Herr Seehofer, wenn da blockiert, wir müssen für solche Fälle eine Sonderregelung finden. Wie soll die nicht aussehen? Als Beispiel, wir müssen die Menschen herholen. Alle Kommunen, alle Städte, die sich bereit erklärt haben, sollen besser jetzt, besser vor einer halben Stunde, die Menschen herholen. Die Menschen schlafen dort auf den Straßen, die haben das Nichts, das sie vorher hatten, auch noch verloren. Dort ist gar nichts mehr. Wie man die Flüchtlingsfrage langfristig angeht, das ist eine hochkomplexe Frage, die wahrscheinlich hier, die wir sitzen, nicht klären können. Wie wir die Situation jetzt lösen, das kann man sehr schnell klären. Und trotzdem glaube ich, dass es auch noch mal wichtig ist, klarzumachen, dass wir als Deutschland, glaube ich, auch schon eine Verantwortung tragen, menschenwürdige Verhältnisse zu gewährleisten weltweit. Das Problem beginnt aber natürlich ganz woanders. Und ich würde sagen, nicht nur auf Europaebene, sondern ganz global. Also wie verhindern wir überhaupt, dass Menschen sich auf den Weg machen? Und wie schaffen wir legale Wege, dass Mütter, Frauen und Kinder überhaupt die Möglichkeit bekommen, sich auf den Weg zu machen? Wie schaffen wir aber auch legale Möglichkeiten für Menschen, die sagen, ich möchte auch über ein Arbeitseinkommen sozusagen mich verbessern, integrieren? All das sind ja offene Fragen, all das sind offene Flanken. Und deswegen produzieren wir ja diese Bilder auf den gefährlichen Mittelmeerrouten. Menschen, die, wie gesagt, dem IS entkommen sind und dann dort zu Tode kommen. Also wir hatten ja jetzt gerade auch diesen Gedenktag an Alan Kurdi beispielsweise. Und trotzdem ist es wichtig, und es ist sozusagen auch makaber, dass ich das ansprechen muss als Kind von Flüchtlingen. Meine Eltern haben sich auch einst auf den Weg gemacht vor 50 Jahren. Und ich bin sehr dankbar dafür, weil wir unterdrückt worden sind, da wo wir herkommen. Und das zeigt aber auch die Gemengelage, dass es kompliziert ist. Ob du politisch verfolgt bist, ob du sozusagen Kriegsflüchtling bist, ob es akut ist. Und das sind natürlich alles Dinge, die damit hineinfließen. Und trotzdem glaube ich, dass die Integrationsfähigkeit in unserem Land begrenzt ist und dass wir es nicht schaffen, alle aufzunehmen. Und das kann auch nicht unsere Aufgabe sein, sondern wir müssen alle sozusagen mitnehmen. Und wir müssen natürlich, wenn du jetzt sagst, dass die Griechen, dass wir die erziehen müssen, ich glaube, die würden sich dagegen verwehren. Ja, nicht denn erziehen, es geht darum, die Griechen haben wir ja auch im Stich gelassen. Die sind ja auch beschäftigt, auch mit der Türkei beispielsweise, um Herausforderungen um den Mittelmeerraum. Also ja, es kriselt, es natürlich, wackelt überall. Es ist ein Riesengebiet, genau, aber was ich damit sagen wollte, ist mit Erziehen, ist einfach, dass ich meine, es gab ein Abkommen, es gab bestimmte Regelungen, es gab schon mal Geld, es gab und trotzdem wurden ganz viele Regeln nicht eingehalten, was dazu jetzt geführt hat, dass diese Situation natürlich wahnsinnig eskaliert ist. Ich finde, man muss reingehen und gucken, wo ist das alles passiert. Quasi nicht den Fisch bringen, sondern den beibringen, wie man angelt. Also das meine ich damit, dass man ein bisschen ein Wir-Gefühl vielleicht auch sogar damit erzeugen kann und nicht unbedingt dagegen gehen und mit dem Finger so und so. Das meine ich. Andere Sache, was natürlich auch ganz viele Stimmen sind jetzt natürlich laut, die dann auch Kontra sagen, ganz klar, Deutschland kann nicht immer herhalten, Deutschland kann nicht immer Geld geben. Wie seht ihr das? Können wir das? Können wir das nicht, Christina? Also ich glaube, wir sind schon ein Land, das sehr gut aufgestellt ist finanziell und auch viel abfedern kann. Und mein Eindruck ist ja auch, was ich auch in vielen Interviews dann gelesen habe, Flüchtlinge, die sich dann auch hier so ein bisschen etabliert haben, über eine gewisse Jahre, vielleicht 2, 3, 4, 5 Jahre jetzt in der letzten Zeit hier geblieben sind, eine Ausbildung vielleicht auch genossen haben, die wollen ja auch nicht alle in Deutschland bleiben. Also ich glaube, diese Angst, dass wir jetzt so überrannt werden von allen oder so, die wollen dann auch wieder vielleicht in andere Länder weiter oder in ihr Heimatland zurück, sofern es jetzt nicht sehr krisengeschüttelt nach wie vor ist und so. Also von daher glaube ich, sind wir da gut aufgestellt in Deutschland, wirklich humanitäre da Hilfe also leisten zu können und auch einfach aufnehmen zu können. Da bin ich von überzeugt. Ist es das, was du jetzt auch gerne fordern würdest bei den Politikern? Oder gibt es irgendwas, wo du sagst, das fände ich gut, wenn die das machen würden? Also eine Forderung stellen, also ich wenn du würde, es könntest. Wenn ich es könnte, würde ich jetzt auch, wie Patricia es auch gesagt hat, wirklich aktuell einfach sagen, jetzt muss gehandelt werden. Und
die Kinder, die wirklich, wenn man diese Bilder sieht, also Kinder einfach aufzunehmen, Jugendliche, die Eltern natürlich irgendwie dazu, sofern die überhaupt gemeinsam auch geflohen sind und sich in dem Lager befinden, einfach wirklich konkret jetzt den Aufruf, holt die hierher. Und das ist ja auch keine Flüchtlingskrise, es ist eine Verwaltungskrise. Also ich finde es auch ganz schwierig, sozusagen den Flüchtlingen selber dafür die Schuld zu geben, dass wir da keine Antwort für haben. Und wir werden Migration und Völkerwanderung nicht verhindern. Also die Welt ist dezentral. Also dafür müssen wir endlich mal ein Bewusstsein herstellen, dass wir diese Rechte, diese Menschenrechte universell einlösen müssen. Und es gibt Akteure weltweit, aber wer sind unsere Bündnispartner? Da müssen wir uns ja auch kritisch hinterfragen. Und wie entsteht Flucht? Also Flucht entsteht natürlich auch durch Kriege, durch Völkermorde. Und wie wird getötet mit Waffen? Und da gibt es ja auch Geschäfte, die dahinter stecken. Also ich glaube, wir müssen die ganz großen Fragen anfangen zu stellen, verbunden eben damit zu sagen, wie schaffen wir Lebensumstände, die Menschen nicht dazu zwingen zu flüchten. Die Menschen wollen nicht flüchten, die tun das nicht freiwillig. Und wenn sie sich auf den Weg machen, müssen wir natürlich auch gewisse Voraussetzungen auch zur Verfügung stellen können. Aber du sagst es ja auch selbst, es ist ein sehr, sehr komplexes Thema, wo man sehr auch in die Tiefe gehen muss, wo man auch sehr weit blicken muss. Und dann frage ich mich natürlich dann auch, und viele fragen sich, kann Deutschland das? Kann Deutschland die Welt retten? Nein. Nein, natürlich nicht. Und auch nicht alleine. Und auch nicht alleine. Genau. Ja, aber da sind wir jetzt wieder beim Punkt. Ja. Patricia, du müsstest eigentlich sagen, doch, Deutschland kann das. Ja, ich bin da tatsächlich recht optimistisch. Wir müssen ja auch Gott sei Dank nicht die Welt retten, sondern wir müssen jetzt die Menschen von Moria erstmal retten. Mhm. Und das schaffen wir. Davon bin ich, also um mal Merkel zu zitieren, das schaffen wir. Aber ich glaube, ein Punkt, den Duzen angesprochen hat, ist auch sehr, sehr wichtig. Ich glaube, dass es uns sehr viel besser gelingen muss, Menschen generell zu integrieren. Ich möchte nie wieder solche Szenen sehen wie aus 2015, wo die Menschen kampieren, um sich zu registrieren zu lassen und ein Amt es nicht bewältigen kann, das zu sortieren. Ich glaube, das können wir uns als Deutschland einfach nicht erlauben. Wir müssen Angebote schaffen. Wir können nicht zulassen, dass wir volle Heime haben, wo keiner einen richtigen Status hat und in Deutschland nicht arbeiten kann und dann in die Kriminalität abrutscht. Denn genau das wird die ganzen Vorurteile weiter befeuern, die Menschen haben, wenn sie sagen, ja, ich will nicht, dass die alle hierher kommen, ich habe da Angst, mir macht das Sorge. Dann geben wir damit noch Futter, wenn wir dort versagen. Und ich finde, da sind sehr viele Punkte, wo es uns als Deutschland nicht gelungen ist, gut dazustehen. Und ich finde, dass wir überhaupt nicht versagt haben 2015. Ich finde, das war ja ein Beispiel da für für das menschenfreundliche Deutschland. Damit sind wir ja quasi in die Geschichte eingegangen. Und die Tatsache, dass wir zum zweitbeliebtesten Land der Welt gehören, hat natürlich auch ganz viel damit zu tun, dass wir menschenfreundlich sind, dass wir human sind, aber dass wir auch realistisch bleiben müssen. Und was ich trotzdem vermisse, ist, dass sozusagen auch diese Fragen zusammen mit der ganzen Gesellschaft auch beantwortet und geklärt werden müssen. Dass das sozusagen keine Einzelfallentscheidungen sind, sondern dass wir eine Einwanderungspolitik machen müssen für dieses Land, für Deutschland, nicht für Migranten, nicht für Flüchtlinge, sondern für uns alle. Und da bin ich mir sicher, dass jeder, der das auch vernünftig erklärt bekommt, auch mitgeht bei denjenigen, die schutzbedürftig sind. Und trotzdem sage ich, dass die Ängste, die damit verbunden sind und die im Raum stehen, dass die auch ernst genommen werden müssen. Und die kommen ja auch von unterschiedlichen Seiten. Und wir können Dinge wie religiösen Extremismus, Terrorismus, den können wir nicht verhindern. Genauso wenig, wie wir Rassismus verhindern können. Das heißt, haben sich Menschen auf den Weg hierher gemacht und waren darunter auch Menschen, die getötet haben? Ja. Aber waren darunter auch Menschen, die getötet wurden aus rassistischen Motiven? Auch ja. Und das zeigt eben, es gibt kein Schwarz oder Weiß. Und wenn jemand vor einem Assad-Regime flieht, dann ist er auf der einen Seite Opfer. Er kann aber trotzdem auch Täter gewesen sein, weil er Islamist war. Das heißt, diese Gemengelage mit zu berücksichtigen, da sind unsere Sicherheitsbehörden gefragt. Da ist sozusagen auch ein Zusammenwirken aller europäischen Länder gefragt. Und da ist vor allem auch eine europäische Antwort gefragt. Auch hier gilt wieder, die Zivilgesellschaft ist schon viel weiter als die Institution. Und Europa muss hier Antworten liefern. Okay. Deswegen möchte man dürfte was an die Politik fordern. Christine dürfte das. Ich möchte auch was an die Politik fordern. Ich möchte deswegen, wir haben jetzt die EU-Ratspräsidentschaft inne. Warum ruft Frau Merkel jetzt nicht einen Sondergipfel zusammen? Um konkret jetzt für Moria nicht die große Frage, wie gehen wir in Zukunft, was sind die Strategien? Konkret Hilfe für Moria. Warum passiert das nicht? Das wäre meine Forderung.